Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triebacher, Personal aus Karlsruhe, heute zum Thema Fettburner. Ja, immer dieses leidige Thema, die einen finden es geil, die anderen finden es bescheiden, die anderen finden es völlig utopisch, wie kann man sowas überhaupt machen, wie kann man Pillen schlucken, wie kann man sich vergiften mit dem Zeug, die anderen wiederum, ich brauche das, ohne das kann ich nicht leben, immer das Gleiche. Ganz einfach, ist eigentlich echt easy, und zwar aus folgendem Grund. Fettburner, es gibt gute Fettburner, es gibt in Deutschland erhältliche Fettburner und nicht, dass mir jetzt wieder das Wort im Mund gedreht wird. Ich sage es laut und deutlich. Es gibt Fettburner mit Grüntee, Guarana, ganz sanfte, softe Dinger, die sind in Deutschland zugelassen, in Deutschland verkehrsfähig und die kann man zur Unterstützung der Fettverbrennung nutzen. Die helfen einem im Training, die helfen einem in dieser kalorienreduzierten Zeit, in dieser Zeit der etwas weniger Kohlenhydrate, in der Zeit, wo wir Fett verbrennen wollen. Natürlich helfen sie nicht, wenn hier alle Parameter, was das Thema Gewichtsreduktion, was das Thema Fettreduktion anbetrifft, nicht beachtet werden. Das heißt, ich gehe weiterhin mein Fastfood essen, ich gehe weiterhin meine Süßigkeiten essen, ich mache weiterhin mein gleichmäßiges Training, meine 4, 6, 8 Wiederholungen, ich habe nicht umgestellt auf Fettverbrennung, weder im Training, weder in der Ernährung, dann kann ich natürlich auch diese Art von Unterstützer in Form von Fettburner natürlich auch in die Tonne treten. Die meisten kaufen sich diese Dinger und sagen, hurra, da steht drauf Fettburner. Also stopfe ich mir die rein, wenn zwei draußen immer vier oder fünf, wird schon helfen und alles andere, alle anderen Parameter wie Training und Essen, die werden so belassen wie vorher. So macht es logischerweise keinen Sinn, Punkt. Auch wenn der Hersteller da was anders drauf geschrieben hat, überhaupt darauf hinweist, dass man eigentlich auch entsprechend fettstoffwechselorientiertes Training betreiben sollte und fettstoffwechselorientiert essen sollte. Das hat nichts damit zu tun, weil wenn ihr erst draufschreiben, dass ihr eure Ernährung stellen sollt, dass ihr anders trainieren sollt, dass ihr natürlich Ausdauertraining machen sollt oder auch eben eher ST-faserlastig trainieren oder eine Kombination aus beiden, dann würde ich sagen, ne, kaufe ich mir nicht, will ich nicht haben, ich will was haben, was von ganz allein funktioniert. Indem ich einfach eine Pille einschmeiße und Bugspeng und alles, na, ist gut, wunderbar, 4 Wochen später, Knüppel hat, Sixpack, oh, die Hammer-Strandfigur. Bla 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 bla. Funktioniert so nicht, also ganz einfach, Fettburner funktionieren dann, wenn ich eben die restlichen Parameter außenrum eben auch entsprechend anpasse. Das ist ganz einfach und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das war's, Andreas Triebacher zum Thema, ja, Fettburner können funktionieren, wenn die Parameter außenrum zum Thema fettstoffwechselorientiertes Training im Bereich des Trainings und im Bereich der Ernährung angepasst sind. Punkt, Schluss. Ich wünsche euch noch was und zwar bis bald, Andreas Triebacher, Personal aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine gute Figur, dein Sixpack, dein Fettburner richtig einsetzen, meine Aufgabe.